Funktionieren Facebook-Ads eigentlich auch für B2B? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Und in dem Video zeige ich dir, wie es funktioniert und ich erkläre dir, warum Facebook-Ads meiner Meinung nach eine der besten Plattformen für B2B sind und deutlich günstiger als zum Beispiel LinkedIn. Und mit deutlich meine ich um den Faktor 10 auf der Basis meiner Tests. Wie funktioniert es also, dass du auf Facebook B2B Anfragen und Kunden gewinnst? Die meisten Menschen, und da sind Manager eingeschlossen, CIOs, CTOs, Marketingmanager, alle scrollen ihren Feed. Mit Facebook Ads, wenn du sie richtig aufbaust, schaffst du es damit, die Aufmerksamkeit deiner potenziellen Kunden auf Facebook zu erreichen, ihnen Mehrwert zu bieten, um anschließend mit ihnen in ein Gespräch zu kommen, um genau die Probleme zu lösen, die du auf deiner Facebook Ad angesprochen hast. Wie schaffst du es also, eine Message aufzubauen und dein Facebook Tracking so aufzubauen, dass du damit B2B-Kunden gewinnst? Eines ist wichtig zu wissen, denn auf LinkedIn kennst du vielleicht das Eingrenzen deiner Zielgruppe mit demografischen Angaben, also Alter und dann zusätzlich die Rolle im Job, das Unternehmen, Unternehmensgröße, Branche und so weiter. Auf Facebook gibt es alles nicht. Trotzdem funktioniert es besser und die Frage ist, warum? Facebook hat eine deutlich bessere KI im Algorithmus und diese KI findet dir die richtigen Leute. Aber wie schafft die KI das? Durch deinen Funnel. Dein Funnel muss an Facebook durch Conversion Tracking zurückmelden, welche Leute in deinem Funnel welche Schritte gegangen sind und für dich welchen Mehrwert haben. Und auf der Basis dieser Rückmeldung durch das Tracking über die sogenannte Conversion API erfährt Facebook, wen du denn erreichen willst. Fängt also mit deiner Ad an, denn die erste Conversion ist der Klick auf die Ad. Das heißt, wenn du eine Ad hast, die für jeden relevant ist, na dann wird Facebook so optimieren, dass du die günstigen Klicks bekommst. Denn Facebook optimiert immer so, dass dein Adset dir die Ergebnisse, die Conversions liefert, zum günstigsten Preis. Wenn du aber deine Ad so aufbaust, dass du nur ganz spezifisch zum Beispiel Marketingmanager ansprichst oder Sales-Experten oder Sportler, Fußballer, Leute, die töpfern, also speziell auf eine Identität, auch Persona genannt, gehst, dann wird wahrscheinlich nur diese Person auch deine Ad anklicken oder zumindest beim Scrollen stoppen, sich durchlesen, was du zu sagen hast. Und wenn die Ansprache als auch die Message, und mit Message meine ich immer das angesprochene Problem und die Lösung, die du bietest, wenn das zu deiner Zielgruppe passt, dann hast du den ersten Schritt geschafft. Dann weiß der Facebook-Algorithmus, wer klickt denn deine Ad und findet somit mehr Menschen, die ähnlich deren sind, die bereits deine Ad angeklickt haben. Somit wird deine Zielgruppe ständig dynamisch angepasst auf der Basis der Leute, die deine Ad klicken. So, das ist jetzt erstmal nur für das Klicken der Ad. Der Funnel geht ja viel weiter von Klick zu Lead, zu deinen kostenlosen Content anschauen, hin zu einem Erstgespräch buchen, hin zum Kauf. All das kannst du zurückfüttern und darauf deinen Funnel optimieren. Natürlich kannst du nicht gleich auf Kauf optimieren. Wenn du nur einen Kauf im Monat hast, dann sind das viel zu wenig Daten. Deshalb macht es Sinn, deine Message erstmal zu testen, allein nur mit Klicks. Da geht es nicht um Leads, nicht um Conversion, sondern es geht nur darum, deine Message zu testen. Das schaffst du am besten mit Click-Traffic. Aber mit einer sehr speziellen Ansprache auf die Identität der Person und auf das Problem und die Lösung, womit dein B2B-Offer eben hilft. Und im nächsten Schritt, wenn deine Message steht, dann kannst du deinen Funnel so aufbauen, dass du deine Ad, die durch Microtests validiert wurde, dass du anschließend deine Opt-in-Page oder dein Registrierungsformular aufbaust. Und das ist ein ganz wichtiger nächster Schritt in deinem Funnel, denn damit filterst du die Leute nochmal raus, die nicht zu deiner Zielgruppe passen. Du kannst zum Beispiel auf deiner Landingpage validieren, dass man dort nur Geschäftsadressen eingeben kann, E-Mail-Adressen. Also nicht Gmail, nicht GMX, nicht Hotmail, nicht Yahoo, sondern nur Unternehmensadressen. Damit filterst du schon mal die raus, die keine Unternehmensadresse haben. Dann kannst du natürlich Gatekeeper einfügen, also weitere Fragen, zum Beispiel, wie viel Umsatz macht dein Unternehmen, was ist deine Rolle, bitte bestätige, dass du XYZ hast, um Attribute abzufragen, die wichtig sind, damit nur die richtigen Leute in deinen Funnel kommen. Das funktioniert so wie ein Türsteher. Deshalb auch das englische Wort Gatekeeper. Und der Türsteher sorgt dafür, dass nur die richtigen Leads in dein Funnel kommen. Und das ist wichtig, damit Facebook-Ads für B2B funktionieren. Denn lässt du die falschen Leute rein und meldest diese Conversion zurück, optimiert dein Adset automatisch darauf hin, dass mehr von diesen Leuten gefunden werden, deine Ads sehen und konvertieren. Das heißt, wenn du also Leads mit einer niedrigen Qualität in deinen Funnel bekommst, dann wirst du davon immer mehr bekommen, denn so funktioniert der Facebook-Algorithmus. Er findet dir immer mehr von den Leuten, die schon konvertiert sind. Anders funktioniert es aber genauso. Hast du eine recht hohe Barriere aufgebaut und es kommen nur die Leute in deinen Funnel, die genau für dich passen, dann optimiert Facebook darauf hin, dass du nur die richtigen Leute findest. Nur zum Beispiel
Marketingmanager in Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitern. Wenn du diese Attribute abfragst und hinten raus vielleicht sogar noch über dein CRM bestätigst, dass das ein qualifizierter Lead ist und das wieder über die Conversion API zu Facebook zurückmeldest, dann wird Facebook verdammt schlau, findet deine Zielgruppe verdammt gut und all das mit einer Effizienz und einem Kosten-Nutzen-Verhältnis oder auch Return on Ad Spend genannt, den du sonst auf LinkedIn wahrscheinlich nicht findest. Zumindest habe ich ihn noch nicht gefunden. Solltest du ihn dort finden, dann schreib gerne einen Kommentar unter das Video oder melde dich bei mir. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, aber aus meiner Erfahrung sind die Kosten auf LinkedIn 5 bis 10 Mal höher und das Targeting funktioniert im ersten Schritt vielleicht einfacher über die demografischen Angaben, aber die Effizienz ist deutlich schlechter, weil es dort eben keine KI gibt. Und wie wir alle wissen, ohne KI funktioniert heute und in Zukunft wahrscheinlich fast nichts mehr. Aber mit Facebook Ads kannst du hochwertigen Content erstellen, der Menschen dabei hilft, ihre Probleme zu lösen. Und wenn diese Menschen der Meinung sind, dass ihre Probleme tatsächlich gelöst werden, dann fütterst du das Ergebnis als Conversion Tracking an Facebook zurück. Und so schaffst du es, dass Facebook exzellent für B2B funktioniert. Wenn du möchtest, unter dem Video gibt es noch ein paar weitere führende Links, wie du zum Beispiel KI-Marketing einsetzen kannst, wie du deinen B2B-Sales-Funnel auf hohe Profitabilität optimierst und mit progressiven Funnels und KI umsetzen kannst.